Guten Abend. Schreiben wir doch bitte schnell in den Kommentaren, ob ihr ready seid, ob wir starten können, sodass wir das wissen. Guten Abend miteinander, danke vielmals. So, ich weiss jetzt, ihr seid bereit. Wir fangen an, gerade mit der Begrüßungszeremonie. Ein Like? Zwei Like? Jakuban? Igoban? Samoban? Sifu, wir danken dir für den Unterricht. Sehr gut. Fangen wir gerade an mit einem Hüpfen. Könnt ihr gerade mitmachen? Wir wechseln. Und den nächsten Wechsel. Nehmen wir den mit. Und wir wechseln wieder zur nächsten Übung. Und zum Hampelmann. Die Pause ist ein bisschen erhöht. Wir gehen ganz runter. Sehr gut. Gehen gerade weiter zu unseren Rückenübungen. Zuerst noch schnell den Sergei grüßen aus Russland. Hallo, freut mich, dass du da bist. Und eins. Die nächste. Und weiter. Und zu der nächsten. Gut. Arm rauf, ein nach hinten, ein nach vorne. Wir stehen ganz fein in den Knie. Wechseln die Seite.
Und wieder wechseln. Den Arm raus. Und Seite wechseln. Ganz raus. Handgelenk nach hinten und nach vorne. Zwei unterschiedliche Richtungen. Und wieder wechseln. Auf und runter. Links, rechts. Auf und zu. Nach vorne. Eindrehen. Jeden Finger einzeln. Und kreisen. Die andere Seite. Die Finger zusammen. Und bereits zur ersten Dehnungsübung. Und die andere Seite. Hand drücken auf die Brust, Ellbogen abdrücken. Die andere Seite. Gut. Zum Kopf, auf und runter. Links, rechts schauen. Licken. Und kreisen. Die andere Seite. Die Hand über den Kopf und runterziehen. Die andere Seite. Nach vorne. Hüftkreise, grosse Kreisbewegung machen. Kopf versuchen, an einem Ort zu behalten. Die andere Seite. Wir gehen ganz runter und strecken das Knie ganz durchstrecken. Sehr gut. Füße zusammen in die Knie und kreisen. Die andere Seite. Gut. Wir kommen zu den Dehnungsübungen. In die Mitte. Die andere Seite.
Wir gehen wieder in die Mitte zum linken Fuß. Zum rechten Fuß. Gut, und dann gehen wir hier eins weiter runter. Gehen wieder in die Mitte, dass wir versuchen, ein bisschen weiter runter zu gehen. Wir gehen auf die andere Seite, rechts eins tiefer. Drehen die Hände zusammen. Und so tief wie möglich bleiben und hin und her wechseln. Dann bleiben wir so stehen. Eine Hand dürfen wir hinten nehmen, die andere Hand führen. Das Knie hinten drücken. Und auf die andere Seite wechseln. Das Knie hinten drücken. Und absitzen. Linke Fuß vorne. Übers Kreuz zum Fuß. Und wiederdrehen. Die andere Seite. Wieder mit beiden Händen führen langen. Schauen, dass ihr von unten her arbeitet.
Und eindrehen. Dann beide Füße führen. Dann innen dran heben. Aussen dran heben. Gehen die Beine auseinander. Los, noch ein bisschen weiter gehen. Und zuerst mal einfach gerade führen. Dann gehen wir links. Rechts. Gehen wir nochmal in die Mitte. Dann drehen wir rein. Die andere Seite. Gut. Dann die Beine zusammennehmen. Fußsohle zueinander. Linke Fuß heben und das Bein durchstrecken. Die andere Seite. Gut. Dann übers Kreuz. Und die andere Seite. Dann Schneidersitz, die Hände zusammen und ohne Hände aufstehen. Schön das Töne wieder hier richten. Wir kommen gleich zu den Schwinger. Zuerst das linke Bein,
anschwingen, auf eure Schulterhöhe mindestens, die Arme sind gestreckt. Gut, bereit? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Und abschliessen. Wir gehen gerade in die dritte Stellung, könnt ihr mitmachen. Sieben Mann. Eins, zwei, drei, dreieinhalb. Schaut, dass ihr mehr auf den Fersen steht, dass ihr gerade sind, Rücken gerade. Die Arme schauen nach vorne, schauen durchstrecken. Schultern, Rücken, Brust, alles ist angespannt. Blick auf einen Punkt konzentriert und dort bleiben. Das Chi zurück in den Unterbauch, dort runter konzentrieren. Lassen die Füße nach vorne richten. Die Ellbogen sind nicht gestreckt, sondern schauen so nach oben, sodass sie da unten geschützt sind. Und natürlich Einfingerhand. Durchhalten, zählen von 10 Retour, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und abschliessen. Wir kommen jetzt schon zu der nächsten, schwingen mit dem rechten Bein, das rechte Bein über unsere Schulterhöhe. Bereit? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und abschliessen. So, für die nächste Bewegung ist es Kreuzen und wieder aufmachen. Kreuzen, wieder aufmachen. Kreuzen, aufmachen. Richtig Kraft drin, in beide Richtungen. Das Zumachen, das Aufmachen, volle Kraft. Probieren wir, machen wir in der Reiterstellung. Ihr könnt mitmachen. Ich zähle 1, ihr macht die ganze Bewegung. Und 1, 2, 3, 4, 5. Schau, dass ihr auf den Fersen sind, mehr mit dem Gewicht, dass der Rücken gerade ist. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noch 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, und abschliessen. Das Qi zurück zum Unterbauch, vielleicht leicht verneigen, dass ihr euch darauf konzentrieren könnt. Wir stehen etwa einen Zentimeter auseinander. Atmet ein, aus. Dynamische Spannungsübungen. Bereit? Und los. In eurem eigenen Tempo. Volle Muskelspannung. Blick auf einen Punkt konzentriert. Geradeaus konzentriert auf einen Punkt, tief abatmen in den Unterbauch. Gut, und abschliessen. Gehen wir wieder in die dritte Stellung, könnt ihr mitmachen. 1, 2, 3, 3,5. Wir gehen links führen, nicht zu weit führen. Wir gehen hinten in die Scherenstellung. Kommen rauf, Kranichstand. Kicken, Seppin Bad Fan, schräge Reiterstellung. Gehen wir führen. 1, 2. Dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 und retour. Die andere Seite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 1, 2, 3, dem super zurückziehen zur letzten Rippe, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das ist die andere Seite nochmal. Mit Sound. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht so hier rauf. Das mit da. Ja. Rund. Ja. 6, 7, schön Saal. 8, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und die andere Seite noch mit Sound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und abschließen. Wir sind wieder einen Zentimeter auseinander. Wir kommen hier rauf und gehen runterführen und wieder runter. Wir kommen hier rauf, runterführen und runter.
Rauf, runter, führen, runter. Rauf. Hey! 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 Gerade probieren, bereit. Zentimeter auseinander. Nicht vier, nur eine. Okay, und eins. Hey! Wir können gerade das Ganze machen. Zwei. Hey! Drei. Hey! Vier. Hey! Fünf. Hey! Sechs. Hey! Sieben. Hey! Acht. Hey! Neun. Zehn. Achtet drauf, da geht es gerade runter und wieder führen. Und da runter. Vier Finger unterstützen den Himmel. Probieren wir es mal. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Gut, und abschliessen. Machen wir wieder die dritte Stelle, könnt ihr mitmachen. Sieben Mal. Fu, ciao. Hua, tschau. Hua, tschau. Hua, tschau. Hua, tschau. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Silvano, schau, dass du die Füße hinten nimmst. Nicht da oben, da unten. Hinter der Brust führen. Eins. Zwei. Drei. 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 Gut, und abschliessen. So, die letzte von dieser Art. Wir sind da. Die haben wir so schon gehabt. Machen wir die nach vorne noch. Wir kommen jetzt hier an, führen, reissen, kommen hier führen. Rauf, Finger richtig auseinander, reissen, hinterher ziehen, führen. Könnt ihr gerade mitmachen? Sieben Mal. Hua! Hey! Hua! Hey! Hua! Hey! Hua! Hey! Hua! Eins. Zwei. Drei. Vier. Den Finger schaffen. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn.
17, 18, 19, 20. Gut, und abschliessen. So, wir haben die Bewegung schon angeschaut. Tiger, wir haben diese Bewegung hier geübt. Erinnerst du dich? Die Finger richtig zusammen. Das gleiche auf die andere Seite. Die Finger kräftigen, die brauchen wir im Kampf. So, wir machen das aus der Pfeil- und Bogenstellung. Ihr könnt gerade mitmachen, bitte. Sebind mal. Wir bleiben da vorne stehen. Da sind wir leicht in den Knien. Die Füße schauen nach vorne und drehen die. Kommen wieder führen. Drehen die mit den Händen. Kommen wieder führen. Ihr könnt das selber schaffen. Richtig Finger brauchen. Das ist richtig so in zwei, also in diesem Abstand, zwei Ebenen. Eine obere und eine mittlere. Und ich drehe. Und gleichzeitig mit dem Drehen krümme ich meine Finger. Dann retour in die dritte Stellung. Das gleiche auf die andere Seite. Pfeil- und Bogenstellung. Ein bisschen tiefer, Roman. Ja. Merkt ihr eure Unterarme? Spürt ihr, wie ihr die Finger braucht? Dann gehen wir retour in die dritte Stellung. Das ist die andere Bewegung, die nächste, die ist gerade runter. So, von oben nach gerade runter. Und wir gehen in eine Katzenstellung, kommen wieder führen. Reissen runter, kommen wieder führen. Reissen runter, gerade, kommen wieder führen. Reissen runter, kommen wieder führen. Gut, wir gehen gerade auf diese Seite. Und kommen führen. Hey! Was? Hey! 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 Hey! Wa! Wa! Hey! Hey! Wa! Wa! Hey! Hey! Wa! Wa! Hey! Hey! Wa! Wa! Gut, wir drehen auf die andere Seite. Und. Hey! Wa! Hey! 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 Wa! 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 Wa! Hey! Hey! Wa! Gut, und abschliessen. Das Cheats zurück in den Unterbauch. Okay. So, wir arbeiten ja den Gunji von Gfukun an unserer ersten Hauptform. So, jetzt machen wir sie von Anfang an. Wir fangen da hinten an, wieder etwa einen Zentimeter Abstand von unseren Füßen. Wir fangen da hinten an, so dass man unsere Füße, unsere Hände nicht sieht. Wir kommen da rauf, schneiden, drehen. Hey! Hm?
Ja, im besten, ihr folgt ihnen gerade. Ihr könnt das. Bereit? Und da hinten anfangen. Und eins, zwei, drei, aufziehen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Daran denken, die Ellbogen sind da unten. Ich schütze meinen Oberkörper. Zehn. 11. Dynamische Spannungsübung. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wieder eine dynamische Spannungsübung. Kraft drin, Fokus, in den Unterbauch atmen. 11. 12. 13. Nicht zu weit rauf. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bin ich schnell oder ist gut? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist der Übergang, den habt ihr noch nicht gesehen, aber das ist nicht schwer, das könnt ihr. 9, 10, 11, 12, 13,
14. 15. 16. Gut, und abschliessen. Sind ihr mitgekommen? Irgendwo Fragen? Fragen! So kann ich es euch beantworten. Wenn ihr es jetzt noch schreibt, etwa eine Minute verzögert ist es bei mir, dann kann ich es vielleicht beantworten. Sonst natürlich bei der Teezeremonie. Aber bei der Teezeremonie ist es ein bisschen schwierig, nach einer technischen Frage zu beantworten. Aber vielleicht habt ihr gerade irgendetwas, das ihr nicht versteht. Wir machen jetzt die ganze Form nochmal. Gunji Fok Fok Hün. Bereit? Gunji Gunji Fok Hün. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1. Gute Gelegenheit. Robert Lopez von Amerika. My Kung Fu Brother, Rob Lopez. Hi. 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Richtig stehen, schauen Sie mit den Füßen krallen. Da richtig nehmen. 7. Nicht die Hüfte führen tun, gerade mit der Hüfte. 8. 9. Nicht zu weit rauf, noch bis da. Noch bis da. Nicht da rauf, noch bis da. 10. 11. 12. 13. Reissen, mit den Fingern arbeiten. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, gerade bleiben, nicht anfangen mit der Hüfte zu arbeiten, 3, Power Return, 4, 5, 6, 7. 1. Richtig stehen. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Wie ein Schwert zwischen euch beiden. 12. 13. 14. Ich habe gerade gesehen, dass ich eine Frage bekommen habe. Vom Dominik, ob man da den Rücken krümmt. Jawohl, der Rücken wird gekrümmt. Ich bin da und da krümme ich den Rücken. Ich nehme an, du meinst den Teil. Wenn nicht, nur mal schreiben. 16. Power 3. Jeder Schlag voller Kraft. 17. 18. Die zweite Hand kontrollieren. In Hongkong, meine Kung-Fu-Brüder haben damals gesagt, das sind die Faulen, die so mit der Hand da vorne sind. So gerade. 18. 19. 20. 1. 2. 3.
4. Gut. 5. Hey. 6. Hey. 7. 8. 9. 10. Power 3. Ja. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. Volle Power, jede Bewegung. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Das ist gut. Und abschliessen. Wir haben schon wieder weitermachen. Gut, wir machen sie noch das letzte Mal, noch einmal. Nach dem letzten Mal gehen wir zum Kraftteil über und nach dem Kraftteil kommt Abschlusszeremonie, dann kommt eure Fragerunde, wo wir bei einem feinen Tee werden eure Fragen beantworten. Gut. Letzter Durchgang. Bereit? Ja, okay. Gut. Hey, hey. Und eins. Zwei. Drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, da, mit der Tonne, da. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Simon, schau auf deinen Rücken, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, drücken, Simon, 6, 7, 8, 9. Mach einen Schritt energisch. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 16, 17,
18. 9. 19. Schlag mit dem Ellbogen hin. 18. 19. Der Rücken, Simon. Die zweite Faust. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1, 2, 3, 4. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Wenn eine Frage da ist, sie jetzt stellen. Jetzt kann ich sie noch beantworten, vor allem wenn es technisch ist. Jetzt reinschreiben. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Gut, und abschliessen. Es wird immer ein bisschen mehr. Okay, gut. Wir gehen zu den Kraftübungen. Wir machen zuerst Liegestütze. Wir gehen dann runter in die Position. Versuchen mitzuhalten. Wir haben hier den Ivan. Er ist der Burpee King. Und Ivan ist Instruktor bei uns in der Schule in Zürich. Hat vor allem Kinderunterricht, den er gerne gibt, oder? Ja, richtig. Eigentlich ist er so der heimliche Burpee King. Jetzt haben wir ihn zur Liegestütze verknurrt. Nebendran haben wir den Simon, den Schulleiter in der Schule in St. Gallen. Er trägt den ersten Dan. Und ja, was ist er? Was für ein King ist er? Auf jeden Fall hat er ganz viele Schüler in St. Gallen und sie sind immer begeisterter. Auf der anderen Seite haben wir den Silvano. Seine Schule in Wiel läuft immer besser. Er selber hat den zweiten Dan. Das ist die Schule, die immer mehr Erfolg hat. Wiel, St. Gallen, das ist der Silvano. Und auf der anderen Seite da der Schulleiter der Schule in Niederglatt, der Roman. Er ist der heimliche Liegestütz-Spezialist, aber er wird es uns wahrscheinlich heute nicht zeigen. Gut, bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seht ihr den Ivan? Wie eine Maschine. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ganz runter gehen, Simon, 15, ganz runter, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Roman, nicht irritieren lassen, das ist nur der Ivan, der Gas gibt. 7, 8, darfst du dafür noch ein bisschen weiter runtergehen? 9, ja, schau. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut. Schon eine Pause, schon ein bisschen die Arme bewegen. Haben Sie gemerkt, aufgeben ist keine Option. Die machen alle weiter. Die sind ständig am Weitermachen. Wenn es vorne nicht mehr geht, dann geht man auf die Knie. Wenn das auch nicht mehr geht, macht man die Knie auseinander. Aufgeben ist keine Option. Einfach weitermachen. Nur so werden wir stärker. Bei Widerstand. Das machen wir. Die nächste Serie. Bereit? Bei mir wäre es langweilig gewesen, wenn man keine mehr gemacht hätte. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Nur mal eine Pause, schon ein bisschen die Arme bewegen, bevor wir zur letzten Serie kommen. Wer hat das Trocknungs-T-Shirt? Wer hat das Trocknungs-T-Shirt? Hoffentlich niemand. Alle haben Vollgas gegeben. Letzte Serie. Roman, bist du bereit? Zeigst du deine Liegestützqualitäten? Ja. Gut, okay, bereit. Eins, zwei, drei, drei Stück immerhin, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das wäre die letzte gewesen. Sehr gut. Ich wollte unsere Kamera abdrehen, aber sie ist wieder da. Wir wollten kurz vom Ständer verschwinden. So, wir kommen zur Abschlusszeremonie, Begrüßung, die wir jetzt einfach am Schluss wieder machen. Und nachdem sind wir bei der Teezeremonie für eure Fragen da. Gut, dürft ihr draufstehen? Allein? Why nein? Jakugan? Igugan? Samugan. Sifu, wir danken dir für den Unterricht. Gut. Danke euch vielmals für euren Einsatz. Danke, dass ihr assistiert habt und dass wir hier der Welt unser Kung Fu zeigen dürfen. Danke vielmals. Holen wir schon die Teesachen. Ich bin glaube nicht alle gekommen. Kannst du das? Ja. Bin nicht alle gekommen. Kannst du das machen? Gut. Danke vielmals. Ihr dürft euch auch noch einmal sitzen. Ausser ihr wollt in der Reiterstellung Tee trinken. Das Tablet müssen wir noch haben, genau. Und ich müsste noch Tee haben. Wasser habe ich, aber Tee habe ich keinen. Willst du mir ein bisschen Tee? Bitte. Kannst du den gerade wieder mitnehmen? Da? Das ist nicht schön im Bild.
Kannst du ihn wieder mitnehmen dann? Sehr gerne, ja. Champi Rohrbach. Hey Champi, hallo. Er sagt, danke dir, Sifu Martin, für die heutige Lektion. Sehr gerne. War ein super Training. Bis Donnerstag. Muss ins Bett, muss schon bald wieder aufstehen. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und eine gute Nacht. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Champi. Schlaf gut. Und morgen einen tollen Tag dann. Schön, hast du mitgemacht. Dann haben wir eine Meldung von Dirk. Liebes Sigum, liebes Hungar-Team, danke für den guten Unterricht und den tollen Einsatz. Keine Sorge, das T-Shirt ist nass. Freut mich, Dirk. Freut mich, dass du mitgemacht hast. Und dann haben wir schon eine Wortmeldung noch von Alex Hoffmann. Schon ein bisschen früher gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt der Runde so darf sagen. Er schreibt auf deinen Kommentar ein nasses T-Shirt. Ich trage gar kein T-Shirt. Aha! Dann haben wir noch eine Wortmeldung von Luis Alonso von Peru. Leider kann ich wenig gut Spanisch, um das wirklich vorlesen. Ach komm jetzt, du, immer, du sicher hast du Spanisch, aber du kannst es übersetzen. Was übersetzen kann ich nicht. Versuch es mal vorzuleben. Saludos cordiales, mayor, me alegra que vuelvan a las clases presenciales en Perú, tardará mucho tiempo. Du verstehst das, oder? Am Anfang grüßen alle. Ivan, hilf ihm. Also ich habe es noch mehr Allegra. Also, es freut ihn sehr, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe nicht so genau verstanden, es freut ihn sehr, das zu sehen und uns da mitzumachen. Cool. So, liebe Grüße nach Peru und hoffentlich bis bald wieder in der Schweiz. Ihr seht, auch Peru ist bei uns. So. Wir können gerade mit unserer ersten T-Runde starten. Dann haben wir noch Melissa, die auch sagt, war super, danke, macht sehr Spass. Hallo Melissa, freut mich. Ivan, magst du schnell jedem ein Glas geben? Also eine Tasse geben. Dann kommt die erste Frage an dich, Sifu. Vielen Dank, Sifu und Sihims, für den Top-Unterricht. Kleine Frage. Gibt es so etwas wie Übertraining? Kann man zu viel Kung-Fu betreiben? Oder auch zu viel Krafttraining? Die Frage ist von Ruben. Es ist eine schwierige Frage. Theoretisch ja, praktisch, wenn du es sauber aufbaust, eigentlich nicht. Es geht so ein bisschen um das Übertreiben im Moment. Das ist natürlich möglich, ja. Über die Zeit raus, wenn du das super und richtig machst, eigentlich nein. Aber ich glaube, du hast meine Antwort schon verstanden, Ruben. Also weiter trainieren. Muskelkater ist gut. Weiter so. So, liebe Black Belts, hm? Zum Wohl miteinander. Schön, wieder da miteinander zu sein. Sammelst du wieder ein? Darf ich dich da so zum Einsammeln nehmen? Schau, dass jeder wieder weiss. Also, weißt, musst du irgendwie so eine Logik haben, dass jeder so das Gleiche hat. Im Kreis, wie wir hocken. Ja, das ist doch gut. Das ist voll im Plan. Dann haben wir Jonas Giesel. Vielen Dank für den lehrreichen Unterricht. Sehr gerne, Jonas. Hat euch Liegestützen viel Spass gemacht. Ja, Jonas, aber Liegestütze sind auch wichtig. Auch das gehört dazu. Wir müssen schon ein bisschen kräftig sein.
Und dann haben wir den Dominik. Lieber Sigung, lieber Sisuk, vielen Dank für die Lektion. Gibt es beim Kung Fu neben den Waffen eigentlich auch ein Schild? Ein Schild? Ja, gibt's. Gibt's. Wieso fragen mich das in letzter Zeit so viele Leute? Wir haben alle Schilder. Oder lieber Waffen? Jetzt, wenn wir so viel sind, habe ich zu wenig Wasser. Hm? Ja, warte schon. Kommen noch irgendwelche Fragen? Im Moment nicht. Herr Ruben, sagen danke für deine Antwort. Sehr gerne. Ja gut, wenn da keine Fragen kommen, dann würde ich vielleicht in die Runde schnell fragen, dass jeder sich schnell so ein bisschen vorstellt und was er seit wann er Hungar macht und so ein paar Worte zu sich selber. Fangen wir vielleicht beim Roman gerade an. Ja gut, also ja, wie gesagt, mein Name ist Roman. Ich mache jetzt seit gut 9 Jahren mache ich Hungar-Kung-Fu. Bin damals eigentlich hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen dazu gestoßen. Und habe dann eigentlich viel, viel mehr bekommen daraus, als ich mir das jemals auch träumen konnte. Und das ist für mich dann auch der Grund, warum ich es immer weitergemacht habe. Mittlerweile ist es ein fester Bestandteil von meinem Leben und wie gesagt, vor kurzem die Schule in Niederlande eröffnet. Also es geht jetzt auch wieder richtig mit dem Unterrichten weiter. Cool. Silvano? Mein Name ist Silvano. Ich mache seit 10 Jahren Hungar. Ich bin in diese Schule gekommen, weil ich einfach einen gewissen Sinn in meinem Leben gesucht haben, bin in die Schule gelaufen und es hat mir angefangen extrem viel Spass zu machen. Ich habe auch gemerkt, wie etwas Gutes das Hungar ist. Ich habe gemerkt, dass es vielen Leuten gut tut, dass es vielleicht auch Leute, die die Nase ein bisschen weit oben haben, ein bisschen oben runterholt, aber auch Leute, die sehr schlecht Selbstbewusstsein haben, auch aufbauen kann, dass es eigentlich so ein bisschen etwas für jeden drin hat und ich bin sehr überzeugt von dieser Kunst und will die Kunst weiterführen. Der Simon, bin jetzt 9 Jahre dabei und am Anfang eigentlich nicht viel darüber gewusst, über verschiedene Stile, wie zufällig, und habe erst über Zeit, wenn nicht sogar Jahre, gelernt, was das eigentlich für einen Wert hat und was für ein Glück, dass ich habe, dass ich das Beste getroffen habe mit dem Zufall. Das habe ich erst über Zeit gelernt. Am Anfang hat vieles ähnlich ausgesehen wie andere Schulen. Erst dann habe ich gesehen, was da noch viel mehr ist und noch viel mehr kommen wird. Ivan? Mein Name ist Ivan. Ich bin vor 10 Jahren hier in die Schule gekommen, mein Probetraining gemacht, damals, weil ich eine richtige Kampfmaschine werden wollte, um ehrlich zu sein. Also ich wollte selber verteidigen, natürlich im positiven Sinne, und wollte fitter werden, sonst schön Sport gemacht und so. Und wo ich dann da war, auch die erste Kampfkunstschule, habe ich gedacht, so, boah, das ist so mega anstrengend. Aber ja, dann ist es richtig. Und dann habe ich weitergemacht, hatte dann ein paar Unterbrüche gehabt und dann vor 5 Jahren wieder das Training ganz aufgenommen und sind dort immer konstant weitergezogen. Gut. Danke noch vielmals. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl, zum Wohl. Zum Wohl. Vielleicht haben wir zwischendurch schon wieder eine Frage. Leider nein. Gut. Macht voll nichts. Ihr könnt auch Tee trinken. Ohne Frage.
Du darfst wieder. Sorry. Nicht so gut. Noch eine Frage von der Christina. Hallo Christina. Liebes Hungar-Team, meine Frage. Lernt ihr in eurer Ausbildung Ziegelsteine, Betonplatten oder was auch immer zu zerschlagen? Haben wir das bis jetzt gelernt? Ja. Für den nimmst du doch heute den Winkelschliff. Das muss ja von jemandem kommen von der Baustelle, oder? Nein, gehört nicht explizit dazu. Das ist nicht so ein typisches Merkmal in unserer Kunst. Es gibt andere Kampfkunst oder Kampfsportarten, wo das mehr machen, wo es mehr im Mittelpunkt steht. Ich hoffe, es ist aber trotzdem interessant für dich. Zum Wohl miteinander. Sie zum Wohl. Zum miteinander. Sammelst du wieder ein? Gut, jetzt ist die Frage, kommt noch eine Frage? Nein, so wie es aussieht, sind im Moment alle Klarheiten beseitigt. Alle Klarheiten beseitigt? Also mit dieser Schlussaussage vom Roman, alle Klarheiten sind beseitigt. Die vollendige Verwirrung ist dann voll eingetroffen, oder? Gut. Mit dem Statement wünsche ich euch einen schönen Abend bis am Donnerstag. Wenn ihr nichts mehr habt, viel Spass. Vielleicht, wenn ihr die Gelegenheit habt, übt das bitte. Das wäre super, dass ihr an diesen Sachen arbeitet. Und ich verabschiede mich bis am Donnerstag. Tschüss zusammen.